Und damit herzlich willkommen zurück zu einem schaurig horrormäßigen Let's Play. Ja, wir sind in der letzten Folge ja vor diesem Mann geflüchtet hier nach unten, um uns zu verstecken. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, bewertet das Ganze. Da ist etwas. Und schreibt in die Kommentare, wie euch bisher das Spiel gefallen hat. Das war eine antike Münze. Sehr gut. So. Was? Da sind wir hergekommen. Ist da hinten noch etwas? Schauen wir mal. Alles klar, jetzt schauen wir uns aber trotzdem da noch um ein bisschen. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen, irgendwas vermisst. So, da liegt nichts rum, außer Müll, 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 Müll. Liegt da hinten etwas? Nein. Ja, dann können wir uns einfach wieder zurückbewegen. Ich hoffe... Ich brauche nicht wieder eine Windel. Ach. So. Dann begeben wir uns da hinein. Da geht's heraus. Oh. Wollen wir uns waschen? In die Waschmaschine verstecken? Aber ich glaube, wir speichern da mal ab. Ganz gemütlich. Speichern wir mal ab. Sicher wichtig für den weiteren Verlauf. So, damit ist gespeichert. Was ist das hier? Ja, die Miefen furchtbar. Socken. Da müssen wir nicht noch einmal runter. Karte des Haupthauses, das passt. Perfekt. Ist da hinten etwas? Nein, da geht's durch. Oh, eine Kiste. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Hä? Ah, okay. Ein Dietrich, wie toll. Damit können wir ein paar Türen öffnen. Das ist sicher lässig. Da liegt auch noch was. Flüssige Chemikalie und Kraut. Das können wir ja von den Objekte in kommentieren. Das kennen wir ja von den alten Resident Evil Teilen. Das kennt ihr sicher von den alten Resident Evil Teilen. Mit was kann man das kombinieren? Hoppala. Aha. Sehr interessant. So neue Jökte hinzugefügt. Das ist eine Versorgungskiste. Sehr gut. Warum? So, Angriffsmünze. Versorgungskiste, da wollten wir rein. Ist da was drinnen? Führerschein, den brauchen wir nicht. So. So, Versorgungskiste, eine Kiste von so, sie enthält was, das nützlich sein kann. Ach so, was kann es sein? Hä? Soll das funktionieren? Kombinieren, bewegen, kombinieren. Hä? Schauen wir mal. Was soll denn da drin sein? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Kann man die irgendwie aufmachen?
Sehr witzig. So. Ja, Führerschein brauche ich nicht. So wollte ich das machen. Keine Ahnung, warum es das so gemacht hat. Es nimmt immer die Versorgungskiste, will ich haben. So. Oh, okay. Damit haben wir aber Sachen rausgeholt. Schießpulver, verbesserte Pistolenmunition. Was das soll ich mit dem kombinieren? Schießpulver und flüssige Chemikalie. Hä? Wo ist die flüssige Chemikalie? Ist die noch drinnen? Nein. Hä? Die flüssige Chemikalie ist weg. Kann das sein? Pistolenmunition mal 10. Keine Ahnung, was das sein soll. So. Was brauchen wir mit? Lesen hilft, eine alte Gedenkmünze. So. Die Münze. So. Das ist eine Angriffmünze. Diese wird vermittelt Gefühl von Stärke. Okay, verbesserte Munition. Meine Güte, es nervt. Das scrollt so schnell durch. So. Nicht so viele Objekte mittragen. Dietrich können wir später brauchen. Ja. Hm. Gespeichert haben wir. Wo geht's denn hier weiter? Da ist auch noch was. Hat so ausgesehen. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Wir haben keine Waffe. Wo liegt denn der Fehler? Entriegelt. Ach, Mann. Und es läutet schon wieder. Hallo, bei Bakers. Ethan am Apparat. Gut gemacht, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Hör still und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. So. Ja, das stimmt. So, dann schauen wir uns hier mal um. Gehen wir in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht, aber ich schaue mich hier mal um. Was ist das? Das ist wieder dieser Schuh. Okay. Das Kraut haben wir früher vergessen. Okay. Wir haben keinen Schlüssel, nein. Da ist nichts. So, irgendwas haben wir übersehen. Kann das sein? Oh! Das sind Wackelköpfe. Hm. Schauen wir mal weiter. So. Hä? Haben wir da was übersehen? Oh. Da geht's in die Garage runter. Jetzt auf einmal. Klebeband gesichert. Wir brauchen Messer. Das wäre nice.
Ja, dann schauen wir uns weiter um. Da ist nichts drinnen. Pistolenmunition, Kraut. Kraut. So. Ich höre dauernd Stimmen. So. Ist da irgendwas? Den Raum genau untersuchen. Aha. Hä? Liegt da was? Nichts Wichtiges. So. Haben wir irgendwas übersehen? So, da ist er durch. Oh. Was ist das? Aha. Das schaut richtig realistisch aus. So. Da hinten sieht ziemlich arrogant aus. Okay. Lukas, 13. Februar. Das ist das verrückte Ehepaar von vorhin. Jack und Margarita, 25. Hochzeitstag. Okay. Das sind wieder diese komischen Wackelköpfe. Hm. So. Machen Sie auf. Wow. Alter, ich habe mich geschreckt. Wer bist denn du? Hey, Sie. Ja, bitte. Hey. Oh, hey, Polizei. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein. Nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden. Hey, halt! Okay. Machen Sie wir. Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Zu Befehl, Sir. So. Was soll ich mit einem Messer? Ja, was werden wir wohl mit einem Messer anfangen? Da ist Garage. Oh. Kann man da auch was machen? Garage. Lol. Sehr realistisch. Und damit können wir das auch hier aufschneiden. Ist da noch was? Zack, zack, zack. Guten Tag, da ist er ja, unser Polizist. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich hol mir einen runter. Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Das Stopp. Tor aufmachen! Das Tor aufmachen! Oh! Oh! Nein! Nein! Ekelhaft! Ach du Scheiße, Mann! Ich hab sein Gehirn gesehen! Was? Das auch noch? Komm schon, der ist schon tot! Junge! Gibt's ja nicht! Scheiße! Ich werde jeden einzelnen von euch umbringen! Oh oh! Au! Was? Er hat mich mit einem Schlag getroffen? Komm schon, nimm die Pistole! Wow. Ach komm schon. Was? Jetzt kann ich nicht mehr... Was ist mit dir?
hat mir einfach meinen Arm gebrochen. Okay. Ich kann mich nicht wehren. Ich wollte weglaufen und bleib stecken. Sehr nice. So, noch einmal. Ist ja nicht so schlimm. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Das Stopp! Tor! Das Stopp! Tor! Richtig ekelhaft. Was? Oh, lass mich nie in Ruhe. Komm schon. Laufen. Nehmen. Perfekt. Und da rein. Komm schon. So. Geschafft. Starten wir mal. Was willst du? Ja, ich feier schon. Oh, wo ist er? Haha. Wo bist du? Ja, ich zeig's dir. Oh, komm schon, noch einmal. Stehst du noch einmal auf? Was? Was? Oh, scheiße. Was macht er? Scheiße. Er lenkt mein Auto. Ey, kann ich nichts dagegen machen? Oh. Beenden wir das. Du und ich. Was? Du willst das beenden, zotteliger Mann? Dann beendest doch. Dann ist der Horror ein Ende. Nein! Nein, 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 nein. Duck dich. Oh mein Gott. Ah, blutig, blutig. Lecker. Geschmacksvoll. Darf ich jetzt aussteigen? Das ist ein schauriger Anblick. Ich hoffe, er ist jetzt tot. Otto? Ja, er brennt. Er brennt. Was? Er steigt einfach raus. Oh, Junge. Schau, was du angestellt hast. Ja, schau, was du angestellt hast. Oh. Was, wo bin ich? Hallo? Lass mich aufstehen. Ja, er steht auf. Gott sei Dank. Wo ist denn er? So. Und nun? Flüssige Chemikalie. Mann, mir geht jedes Mal die Pumpe. Dieser schöne Wagen, Freunde der Berge, was ist los? So. Flüssige Chemikalie. Mhm. Da liegt unser toter Polizist. So, ist da hinten auch was? Nein. Oder? Oh, erste Hilfe, Arznei, Gott sei Dank. So, bisschen benutzen. Ah, damit sind wir wieder frisch. Ja, dann gehen wir, glaube ich, die Leiter hier rauf. Hä?
Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, nein. Scheiße. Geschmacksvoll. Was rennt mit ihm? Er schießt sich mit meiner Waffe in seine Fresse. Das ist nicht nice. Das ist wirklich nicht nice. So. Oh, cool. Was ist das denn? Schraube es raus, schraube es raus. Ochsenstatue, okay. So, schauen wir uns aber vorher noch um. Hä? War da Munition? Okay. Au. Au, au, au. So. Wir haben keine Taschenlampe mehr. Da speichert's wieder. So, Garage. Da steht nur Garage wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, wir sollten mal was ablegen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen zurechtfinden. Hallo, wo ist denn dieser Raum wieder? Ah, hier passt, glaube ich, der Ochse rein. Durchdrucken. Wow. Da haben wir wieder Vitalkraut. Schieße auf mich, schieße auf mich. Machen wir das? Zack, Wackelköpfe, nice. Er ist hier und dort und ja, Schießpulver. Schießpulver, was liegt da? Antike Münze, wieder einer der Münzen. Sehr gut. Es läutet das Telefon schon wieder. Wo läutet es denn? Ah, da. Bei Bakers, Ethan, grüß Gott. Mein Daddy ist dir schwer gemacht. Das ist dein Vater? Das war es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Ja, meld dich wieder, süße Zoe. Okay, das sieht wie ein dreiköpfiger Hund aus. Na klar. Kann man da nicht raus? Schloss Einstein. Uhrpendel. Ah, es sind nicht genug Platz. Ich glaube, ich muss was ablegen. So, jetzt muss ich da zurückfinden. So. No. Wenn man das genauer sehen könnte. Ach, das dreht sich so behindert. Brechen wir es kurz einmal ab. Ich möchte es genau untersuchen. Netter Versuch. Lol.
Ich will das untersuchen. Ich habe eine Trophäe freigeschaltet mit netter Versuch. Okay. Jäger der Lüfte. So. Jäger der Lüfte. Wo war nochmal die Kiste? Jetzt müssen wir die finden. Oh, cool. Ach komm. Ich glaub. Wo bin ich denn eigentlich? Ich glaub, ich lauf mal zurück. So. Rein da. Und zurück in den Keller. Geht's, glaube ich, da. Machen wir es mal auf umgekehrte Art und Weise. Ich muss ein paar Sachen ablegen. Was? Jetzt verlaufe ich mich hier auch noch. Shit happens. Wo ist noch einmal? Ah, warte. Da ist die Kiste und da legen wir jetzt ein paar Sachen ab. So, sonst tragen wir einfach viel zu viele Dinge. Was ist das? Schießpulver? Uiuiuiui. Finden Munition, dann verbesserte Pistolenmunition. Aha, okay. So, den Dietrich brauchen wir später, das Messer legen wir auch ab, die Waffe werden wir brauchen. Ja, und bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, speichern wir an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. War relativ interessant, der alte Mann, da ist auch noch eine Wackelpuppe, die schießen wir noch vorher ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen wieder mal. Schaltet beim nächsten Mal wieder zahlreich ein. Und ciao, ciao, meine Freunde.